Ja, Freunde der guten Laune und der beste Unterhaltung, auch gleichzeitig Freunde der Konsolenbesitzer. Denn heute am 12. Mai ist Drift CE erschienen und dieses Spiel gibt's schon seit längerem für den PC, ist aber, wie gerade eben schon erwähnt, heute für die Konsolen, für Xbox und für PlayStation erschienen. Und ihr wisst ja, in Sachen Spiele auf der Konsole bin ich immer ganz vorne an der Front, um euch vielleicht die paar kleinen Leute, die mir hier zugucken, die auch vielleicht netterweise was in die Kommentare schreiben und einen Daumen nach oben lassen, einfach mal wissen, was gibt es denn hier Neues für die Konsole? Lohnt sich das Ganze? Denn vielleicht kann man jemandem ja eine Perle zureichen und man sagt sich dann, boah, das ist aber ein sehr schönes Spiel, das hole ich mir. Oder man hat lange überlegt, dieses Spiel zu holen. Das Spiel gibt es für 26,99 aktuell mit dem Game Pass Angebot, ansonsten 29,99. Oder man sagt halt einfach, boah, ich wollte es lange haben, aber irgendwie ist es nicht meins, denn hier geht es wirklich zu driften. Und ja, ich bin ja Driftmeister seit der allerersten Stunde lang. Also es gibt ja wirklich gar kein Spiel, wo ich nicht irgendwie vernünftig driften kann. Also driften liegt mir so gar nicht. Rennsport ist voll mein Ding. Ich bin zwar auch nicht der beste Simracer überhaupt, aber driften kann ich so gar nicht. Trotzdem möchte ich gerne dieses Spiel halt vorstellen, weil Mangelware gibt es auf den Konsolen en masse. In diesem Video werden wir zum einen gucken, funktioniert das Lenkrad, funktioniert der Controller und wir werden uns natürlich angucken, was habt ihr für Möglichkeiten. Eine Möglichkeit gibt es natürlich als allererstes Einstellung. Was könnt ihr hier genau machen? Ihr könnt natürlich die Sprache ändern, ist ja schon auf Deutsch. Wir können alles mögliche an Sachen einschalten, eine dynamische Kamera ein- oder ausschalten. Das heißt, wenn ihr einlenkt, dann neigt sich auch der Kopf. Sprich, ihr könnt beim Drift seitlich aus dem Fenster gucken. Das ist dann quasi eure Frontscheibe, damit ihr auch wirklich wisst, wo ihr genau seid. Dann können wir einstellen, ob Meilen statt Kilometer pro Stunde verwenden und so weiter und so fort. Wir haben Video, Sichtfeld und Gamma. Wir haben Audiomöglichkeiten, da können wir auch ganz kurz mal, ich habe die nämlich ausgeschaltet, diese fancy Musik an- und ausschalten. Ich lasse sie ganz gerne aus. Und in Sachen Steuerung schon mal vorweg, könnt ihr hier ob Controller oder Lenkrad einstellen. Ich würde mal sagen, wir versuchen als allererstes mal das Lenkrad. Hier geht es wirklich nicht darum, jetzt perfekt zu driften oder gar irgendwie driften zu lernen, sondern erst einmal können wir mit dem Controller hier spielen, beziehungsweise können wir natürlich selbstverständlich wichtiger mit dem Lenkrad hier spielen, weil ich glaube, gerade solche Spiele eignen sich mit Lenkrad wesentlich besser. So, automatisches Getriebe, automatische Kupplung machen wir für den Anfang einfach mal an. Reichweite, Lenkrad, Pedal, alles wunderbar. Können wir eigentlich auch hier irgendwie erkennen, wo hier was? Aktuell gerade nicht. Aber ihr habt die sämtliche Möglichkeiten, hier irgendwas einzuschalten. Das ist schon mal sehr cool. Das werden wir aber im Laufe dessen auch nochmal vielleicht ein bisschen sehen und analysieren können. Gut, würde ich mal sagen, das machen wir jetzt einfach mal so. Gehen wir hier kurz zurück. Wir haben die Möglichkeit natürlich hier Karrieremodus. Starte deine Driftkarriere, baue und tune Driftautos, nimm an Herausforderungen teil, um Credits zu verdienen und schalte neue Strecken frei. Natürlich kann man auch ein schnelles Rennen bzw. Mehrspieler machen, setz dich hinter Steuer von einem der drei vorgefertigten Autos, um Einzelspieler-Herausforderungen zu fahren oder im Mehrspieler sitzen. Oder an Mehrspielersitzungen teilzunehmen. Ansonsten haben wir noch Sandkastenmodus. Baue unoffizielle Limits und mit sämtlichen freigeschalteten Inhalten die besten Driftautos. Teste sie im Übungsmodus und in Mehrspielersitzungen. Okay, Einstellung haben wir. Ich würde mal sagen, als allererstes gucken wir uns doch einfach mal den Sandkastenmodus an. Da gucken wir uns mal die allerersten Aufnahmen an. Da gucken wir uns mal an, wie das Ganze hier funktioniert, würde ich sagen. Wah, sind wir alle dabei? Legen wir los. Wie gesagt, ein Thema ist ja, wir können unsere eigenen Autos herstellen. So, fehlende Teile anzeigen. Ich würde mal sagen, wir können jetzt hier gehen. Ach, guck mal einer, schau. Wir können uns hier frei bewegen. So richtige EU-Perspektive. So, Kreismenü Werkstatt. Drücken wir mal B. Virtuelles Werkstatt eröffnen. Im Lagerhaus wechseln. Wähle ein neues Auto aus. Ich würde mal sagen, was haben wir hier? Da kann ja nicht viel dabei rauskommen, weil das sind unsere Autos, die nicht fertig sind. So, wir kaufen mal ein neues Auto. Möchtest du wirklich im Laden wechseln? Ja, sehr gerne. Wir müssen nämlich ein neues Auto kaufen. Ich denke mal, das müsste ja hier möglich sein, weil es Sandkastenmodus ist, dass wir hier auf alle zugreifen können. Aber auch nicht schlecht. Guck mal, was wir für Marken haben. Ein BMW E30, auch schön. Also, hier sind wir jetzt einfach mal in der Rubrik, welche Autos gibt es denn eigentlich? Wir haben BMW E36, 46, komm, wir warten mal ganz kurz ein bisschen ab. Boah, sind aber schön modelliert. E46. Den E92. Ein Ford Mustang. Die ach so beliebten Mazda RX-7.
MX5, RX8, dann haben wir auch noch Nissan, ein Nissan Silvia S15, Nissan 350Z, sehr bekannt aus der Underground-Szene, ein Subaru, ein Toyota. Ja, und das war's erst einmal gewesen. Das sind die Autos, die ihr habt. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt einfach mal den E30. Da können wir natürlich auch noch die Farben bestimmen. Ob zum Beispiel rötlich, so ein bisschen Silber, mehr ein Schwarz oder halt hier komplett schwarz. Ich würde mal sagen, komm, wir nehmen mal so, den hier. So, da ist er. Und das sieht echt schick aus. Cool. So, um weitere Modifikationen vorzunehmen, ist es notwendig, Schlüsselkomponenten anzubringen. Beginnen wir mit dem Überrollkäfig. Okay. Ja, gerne. Wir haben die notwendigen bereits vorgenommen. Okay, ah, Überrollkäfig ist schon drin. Ich dachte, wir können... Können wir hier irgendwie eigentlich... Ah, cool. Ich wollte nämlich hier die Tür öffnen. So, da können wir jetzt zum Beispiel rein. Können wir auch hier einsteigen? So, das Lenkrad, so Lenksäule. Darauf können wir jetzt nicht direkt zugreifen. Boah, da gibt es so viele Möglichkeiten, das ist ja unglaublich. Wir gehen mal zum Lagerhaus. So, wir können mal zu Reifen. Nee, komm, wir gehen mal kurz zur Lenkung. Lenkung. Da muss ja irgendwie Lenkrad auch geben. Hier war nämlich. Ach du meine Güte, sind das viele Sachen, die wir hier freischalten können. Felgen. Holla die Waldfee. So, innen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich Lenkung. Können wir auch hier Lenkräder freischalten? Wie ist das? Nee, Lenkung nicht. Okay, boah, meine Güte. Also da musste autonah sein, wa? So, sonstiges. Das sind Motoren. Es ist zwar überschaubar von den Komponenten her, aber es ist trotzdem eine Hülle und Fülle, mit denen ich gar nichts so richtig anfangen kann. Wir probieren mal Folgendes. Wir basteln mal den hier rein. Nehmen. So. Oh, kann man fallen lassen. So, wir nehmen ihn jetzt hier. Halten, um Teil zu werfen. Wie komme ich jetzt hier rein? Nee, das habe ich ihn geworfen. Oh. Nee, habe ich eingesammelt, war? Ja, okay. Muss ich den hier irgendwie anbauen? Oh, ist aber sehr überschaubar. Wo ist denn der Motor? Mir fehlt der Motor. Ja, viele Zeit, das sind unsere Teile, die alle fehlen. Ah, auch nicht schlecht, okay. Uns fehlt, ja. Da gehen wir mal rauf. Ah, okay, bastel mir mal was Schönes rein. Hier. Oh. Okay, hier müssen wir auch... Oh, da, aber das ist aber cool. Da erkennst du sofort, was du dir brauchst, was du haben möchtest. So, ja, du, ich bastel einfach jetzt hier irgendwas rein. Das wird so ein richtiges Monstrum. Hauptsache... Boah, was kommt noch alles? Ist ein Motor nicht ausreichend? Okay, das ist wirklich... Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Tut mir auch wirklich an die Leute leid, die wahrscheinlich jetzt gerade davor sitzen, sich die Zehennägel, würde ich sagen, die Fingernägel ausbeißen und denken, was macht der Idiot dort? Ja, ich habe ehrlich gesagt wirklich nicht viel Ahnung. Ich fahre gerne hier wirklich meine Simulationsspiele, aber ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus. Wir basteln jetzt hier einfach rein. Alles, wo was hier fehlt. Ja, wir machen das jetzt einfach mal ganz grob, aber ihr seht, was hier alles für Möglichkeiten sind. Das ist ja cool. Da kann man sich dann wirklich auch schon detailverliebt totspielen. Jo, boah. So, ja, ich habe jetzt irgendwie noch einen Motor gebaut, warum auch immer. Also wir gucken mal, ob der jetzt hier funktioniert. Kann so ein Auto nicht funktionieren, wenn wir nicht alles eingebaut haben? Ich weiß es nicht. Wir drücken jetzt einfach mal auf die Kreistaste und gehen mal hier auf Einzelspieler. Ich bin ein bisschen gespannt, wa? So, Auto auswählen. Ja, haben wir den hier. Wir können hier auch verschiedenste Strecken ausgekommen. Wir haben einige Strecken. Oh, das ist ja cool. Ich würde mal sagen, wir nehmen was ganz Einfaches. Wir nehmen mal hier Driftland oder das oder das. Oh, gute Frage. Wir nehmen mal Driftland. Hier was ganz Einfaches. Das nehmen wir uns einfach mal vor. Freier Modus, Spielmodus. Hab jetzt hier nur den freien Modus. Und dann würde ich mal sagen, starten wir mal. Auto überprüfen. Scheinbar wurden die letzten Änderungen am Auto nicht richtig registriert. Bringe dein Auto in den Werkstatt und nutze die Auto-Eckdaten. So, dann sehen wir also jetzt hier wieder herstellen, Ebenansicht. Wir gehen mal auf den Motor. Was fehlt dem denn jetzt, den guten?
Ja, was fehlt Ihnen aber jetzt? Ein Kolben. Fehlt ja ein Kolben. Ah. Oh. Findet ihr wirklich das Kolben? Okay, ihm fehlen ein paar Kolben. Ich würde trotzdem mal sagen, es tut ihm auch gar nichts ab, überhaupt nicht. Es zeigt einfach nur, wie wenig Ahnung ich von Autos habe. Ich will einfach nur losfahren. Deswegen machen wir einfach mal hier ein kleines, schnelles Rennen. Da wird es bestimmt auch dasselbe hinauslaufen. Wir können halt, wie gesagt, zwischen drei Autos wählen. Wir nehmen jetzt einfach mal eins Party. Und dort können wir jetzt hier unser Auto auswählen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Lager driftfähig. Oh, Lagermodell oder driftfähig. Wir nehmen natürlich mal. Obwohl, wir nehmen mal Lagermodell, ganz ehrlich. Strecke auswählen, freier Modus starten. Dann legen wir mal los. Also, ihr habt schon mal so ein bisschen gesehen, wir können unser eigenes Auto aufbauen. Wir werden jetzt noch mal in die letzten 2, 3 Minuten reingehen und das erste Mal hier fahren und uns die. Oh, die Grafik ist aber. Oh, die Grafik ist aber toll. Okay, also mit dem Lenkrad funktioniert schon mal. Alter Falter, die Grafik ist aber irgendwie ein bisschen heavy. So, also wir haben den rechten Stick, dafür brauchen wir gar nichts. Lenkung, gucken wir mal die Lenkung. Ja, er lenkt schon mal, sehr schön. Das Auto sieht gar nicht schlecht aus, das ringsherum sieht halt einfach katastrophal aus. Aber okay, hier geht es ja nur um das Lenken. Mal gucken, was können wir noch? Was haben wir noch für Tastenfunktionen hier? Das ist die Kupplung, okay. Das war Start. Respawn wahrscheinlich. Ja, sieht aus wie ein Respawn. Hier ist die Kamera. So. Okay. Boah, ja, der Sound ist ein bisschen blechernd. Ah, okay. Haben wir auch die Handbremse? Ah, Handbremse haben wir auch auf A. Okay. Ja. Oh, Vorsicht, Ablass, Entschuldigung. Ja, ach, ihr seht schon, ich bin wirklich. Also, es funktioniert alles schon mal. Ich finde vielleicht die Lenkung ein bisschen sehr schwammig. Also, das Force Feedback nicht stark genug. Das könnt ihr aber alles hier einstellen. Ja, aber ansonsten, ja, es ist in Ordnung. Ist natürlich die Frage, ich finde es in der Werkstatt ist die Grafik bombastisch, aber ringsherum jetzt hier draußen ist es ein bisschen nicht so schön. Man kennt auf dem Tacho auch nicht alle Zeilen, aber ist egal, es tut dir ja nichts ab. So. Boah, dröhnt aber ordentlich. Ja, oh, schöner Drift. Ja, man merkt einfach, da ist ein Profi hier am Werk. Nee, natürlich jetzt selbstverständlich dann nicht. Aber es ist nicht verkehrt, muss man ganz ehrlich gesagt mal sagen. Ich finde natürlich, die Grafik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ringsherum sieht halt jetzt nicht so schön aus. Wir gucken mal ganz kurz zum Schluss, wie denn eigentlich eine Drift-Variante ausschaut. Dazu wählen wir natürlich jetzt driftfähig. Und dazu haben wir sogar noch eine Sonderfarbe. Wir lassen den mal ganz kurz laden. Da hat sich ja, glaube ich, jetzt so einiges Oh, Alter, Alter. Da hat sich einiges verändert. Wie gesagt, wir haben noch eine spezielle Farbe. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Und wir nehmen mal eine andere Strecke, um das vielleicht mal ein bisschen uns anzugucken. Also, oh, Stadion. Stadion nehmen wir mal. Stadion finde ich ganz cool. Und können wir noch den, wie gesagt, Modus können wir jetzt hier nicht ändern. Herausforderung. Wir gucken uns jetzt einfach mal Herausforderungen an. So, da geht es bestimmt im Großen und Ganzen darum, dass wir eigentlich driften sollen. Wir haben hier verschiedenste Zonen. Uiuiuiui, also die Grafik ist, ja, die Grafik, also die Autos sehen schick aus, die Grafik so an sich, ich weiß nicht. Ah ja, okay. So, Kopfperspektive. Boah, balla! Ah ja, so muss das sein. Ja. Ja. Wo muss ich denn lang eigentlich? Oh, fuck. Ja. 180 muss so sein. Das ist ein Clipping Zone. Bestimmt da, wa? Oh, fuck. Habe ich was geschafft? Oh, war gar nicht mal verkehrt, glaube ich. So, erneut versuchen, bitte.
bin bereit. Ja. Ja. Und jetzt hier. Ja, das war schon fast gut. Nochmal Neustart. Ja. Oh, da kommt er ins Stadion. Irgendwann sieht er mich auch. Oh, fuck, wickte Scheiße. Ja, Abkürzung muss er sein. Ja. Nachteil muss ich auch echt eins noch für mich sagen, ist ja folgendermaßen, dass ich keine Kupplung mehr habe an mein Lenkrad. Also, mein Kupplungspedal ist kaputt, beziehungsweise war es beim Bremspedal gewesen. Ich habe das jetzt natürlich ausgetauscht, dass das Bremspedal funktioniert, ich keine Kupplung mehr habe. Also muss ich die Kupplung hier am Lenkrad am Knopf drücken. Das ist bei mir der B-Knopf und das macht es natürlich ein bisschen unhandlich. So. Jetzt kommt der Master auf Desaster. Oh, verfickt. Ja. Ja. Oh, fuck. Ja, ich wollte hier lang. Ja, einmal hier rum. So, I'll be back. Das ist, glaube ich, egal, wo wir lang fahren, oder? Ja. Ja. Oh, die Reifen müssen sein. Alter, Falter, ey. Oh. Ja, also kann man auch starten. Ach, fuck, wo bin ich denn hier? So. Fulminanter Start. Clipping Zone hier mit dem Heck getroffen. Perfekt. Vorsichtig mit dem Gas. Ja. 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 Oh. Ja. Ja. Oh, gar nicht mal so schlecht. Oh, ich komme in einen Rausch. Clipping Zone erreicht. Ja, Kurve noch gut einigermaßen bekommen und dann hier durch. Ah, so, alle Herausforderungen müssten wir geschafft haben. Und wir haben Bronze. Und das ist jetzt mein erster Lichtblick. Bis heute. Ja, Freunde, das war's erstmal mit den kleinen, ich hoffe mal kurzen Review. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel an Zeit beansprucht. Fazit wird es jetzt hier nicht großartig geben, also jetzt zumindest kein Fazit, wo man sagt, ist es lohnenswert oder nicht. Es richtet sich natürlich an die Leute, die sehr gerne driften, die driften lernen wollen und die richtig gerne Auto basteln. Aber selbst für mich, der weder was mit Driften am Hut hat, aber ein Lenkrad besitzt und nicht viel was mit Auto am Basteln zu dem Hut hat, hat irgendwie Bock darauf. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Die Außengrafik ist jetzt nicht der Burner, muss man dazu sagen, wenn man im Auto sitzt und versucht hier mit dem Lenkrad oder aber auch mit dem Controller hier zu hantieren, dann ist die Grafik relativ egal. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr so das allererste Video fandet. Ich denke mal, es werden noch so 2-3 weitere Videos kommen. Wir werden auf alle Fälle Controller und Lenkrad vergleichen. Wir werden versuchen, nochmal unser eigenes Auto ein bisschen aufzubauen und wir werden uns natürlich noch selbstverständlich die Karriere angucken. Bis dato, Freunde der guten Laune, macht's gut! Auf Wiedersehen und Tschüssikowski.